Hallo, ich bin Uwe Boll. Ich habe den Auschwitz-Film produziert, geschrieben und Regie geführt. Ich bin also responsible für diesen Film. Hallo, I'm Uwe Boll, the writer, producer and director of Auschwitz. I'm responsible for the movie. Auschwitz wurde 1940 gebaut. 1941 lief das Todescamp auf Hochtouren. Und 70 Jahre später habe ich nicht den Eindruck, dass wir besonders viel aus der Geschichte gelernt haben. Wir übersehen Massenmorde und Völkervernichtungen, Srebrenica, Ruanda, Kongo, Sudan, Darfur, immer und immer wieder. Und wenn wir Zivilcourage beweisen müssten, wie zum Beispiel beim Mohammed-Karikaturisten, indem wir diese Karikaturen einfach überall abbilden oder den Mann in Zeitungen featuren und ihm helfen, ziehen wir lieber den Schwanz ein und lassen ihn dann alleine auf der Todesliste stehen. Das sind dann dieselben Leute, die aber von unseren Großeltern Zivilcourage gefordert hätten, wenn es darum ging, Hitler zu bekämpfen. 1940, the Auschwitz Death Camp was manufactured, was built basically. 1941, the actual killings started. Over 1 million people got killed in Auschwitz. Now we are 70 years later and the world shows the ignorance again on genocides like Rwanda, Srebrenica, Darfur, Congo. And I think it was time to make a movie like this, what actually showed or shows what it was, what Auschwitz was. It was like a meat plant. People got killed like we kill now pigs or chickens or cows. And there were no heroes, no God who was helping, no special stories. And the movies got made about it are more telling the heroes, like people tried to kill Hitler, Stauffenberg, Sophie Scholl, whatever, or we have special people, they help Jews like Schindler's List and Pianist and so on. And I think it was time to actually do something what omitted that part, what just showed what it really was, the horror. Ich bin also in deutsche Schulen gegangen, habe Schüler interviewt, was sie über Auschwitz wissen und habe dann eine Möglichkeit gefunden, im Prinzip einen Tag in einem Konzentrationslager ja, zu zeigen, wie es wirklich war. Also im Prinzip wie in einem Schlachthof. Die Leute wurden einfach umgebracht und ich bin da sehr nah an originalen Zeugenaussagen geblieben. Das war eigentlich der Sinn, Auschwitz mal so zu zeigen, wie es wirklich war. Also nicht die ganzen Helden, Schindlers Liste zu wiederholen oder irgendwelche Leute zu zeigen, die versucht haben, gegen die Nazis zu kämpfen, sondern im Prinzip zu zeigen, das, was die Nazis wirklich gemacht haben. Sie haben 6 Millionen Leute umgebracht und in Auschwitz alleine über 1 Million. Ja, also wer sich den Film nicht angucken will, braucht sich auch nicht anzugucken. Ich denke aber, dass es sehr sinnvoll ist, dass es diesen Film gibt und ich stelle ihn jetzt zur Diskussion. So I went to German schools and interviewed school kids, like 15 years old, 16 years old, to ask like what you know about the Holocaust, what you know about Auschwitz. And this is part of the documentary and I think an important part. I think that over 50% of the people on Earth doesn't even know what it was. And that they don't teach that in India or Pakistan or China and nobody knows about history anymore. So that people, they deny the Holocaust. Let's say the Iranian president or that Catholic bishop, they found a good ground for their stupid, absurd theories. You know, if people just doesn't know about it, why they should not believe people they deny the Holocaust? So, and for all that reasons, I basically made that movie. And there are a lot of people and a lot of countries till today, they want to finish the Jews still, let's face it. And I was in Kuwait 1991 and talked to people. They studied in Oxford and in Harvard and so on. And the first thing what they did was they congratulate me for Hitler because I'm a German. So this is why I made that movie. And I think you should judge for yourself. Thanks. Auschwitz, was Auschwitz? Habt ihr in der Schule gemacht anscheinend? Hier? Was war Das das? ist Hitler. Ach so, Hitlerzeit. Ja, was kann ich darüber erzählen? Was ist da alles passiert in Auschwitz? Ja, dass er Hitler nicht ein guter Mensch war. Er war also gegen Ausländer, kann man sagen. Der wollte so eine eigene Welt machen, so kann man sagen. Und hat sich vorbereitet, na klar. Und hat auch was erreicht, etwas. Ja, was denn? Zum Beispiel nicht die guten Sachen, die Leute an den gefesselt und Gaskammern reingetan und sowas.
Ja, Hitler hat die Ausländer hat getötet und alle Einrassigen also da gelassen. Also überleben gelassen, die blond waren und blaue Augen haben. Und die pur rein deutsch waren halt so. Warum hatten der das gemacht? Um die perfekte, warte, irgendwas perfekte Menschheit oder sowas, dann hatte perfekte. Ja, was ist denn da passiert in Auschwitz? Oder was hat Hitler mit den Juden gemacht? Was hat er konkret da gemacht? Ich glaube, die Juden mussten arbeiten oder so. Und dann, auf jeden Fall, wenn sie nicht mehr konnten, dann wurden die in so ein Ding reingetan. Er hat die getötet und hat die in, ich weiß nicht, wie eine heißt, in Halle gebracht zu verbrennen. Mhm. Was für Hallen? Ich habe vergessen, wie die heißt. Auch Konzentrationslager, ja, oder was? Ja. Ja. Was hat er denn gegen die Juden gehabt, der Hitler? Ich denke mal, die waren anders wie die anderen. Inwiefern? Sahen die anders aus, oder wie? Ja, die sahen eigentlich gleich aus. Die Juden sahen nicht aus, so wie der wollte. Er wollte, dass der Hitler, dass die Leute blaue Augen haben und blonde Haare. Deswegen wollte der, dass der so eine eigene Gang, so kann man sagen, ein Team bilden. So. Ja, aber wer sind denn die Juden überhaupt? Was ist das, eine Religion oder was ist das? Die Juden sind so wie eine Religion. Das gibt es ja auch verschiedene. Zum Beispiel Sintis, andere Religionen. Die denken etwas anderes. Die Juden haben eine andere Religion. Ja, aber gibt es denn Juden, mit blonden Haaren? Ja, gibt es. Kennt ihr Juden oder ist das eine Religion? Weiß ich nicht. Also er hat jetzt die Juden genommen. Wo hat er die denn hergekriegt? Also welche Juden da? Hat er denn da ins Lager geschickt? Ja, in die Konzentrationslager hat er die geschickt. Und hat auf die heißes Wasser getan, und bis der stickt. Also Auschwitz, was war das ein Ort oder was ist das? Nein, das ist ein Raum, also wir haben zu denen gesagt, die sollen duschen gehen oder so, meinten die. Und dann waren da so die Duschen war da und da kam aber kein Wasser raus, da kam Gas raus. In der Gaskammer sind die umgebracht worden. Hast du schon mal was mitgekriegt von der Gaskammer, ja. Ja, und was war das? Es war so Gas, so giftiges. Ja, und dann war die eingeatmet und ist gestorben im Endeffekt. Ja. Und was wurde dann gemacht mit den Toten? Ich glaube, die wurden weggebracht oder so. Wohin? Ich glaube, dann die anderen. Also Massengrab sozusagen, wo sie alle reingeschmissen haben. Wer hat dem Hitler denn geholfen? Seine Männer, ne? Ja. Kennt ihr die SS? SS? Das war die Armee von Hitler, also so der Geheimdienst und so, die haben sie alle umgebracht. Mhm. Wie viele Leute sind da umgebracht worden? Über 1000, sogar mehr als 1000. So. Ungefähr Millionen oder ein paar Millionen waren das schon. In welchem Zeitraum waren das? Ja, 1918 oder so. Ich glaube. 1944 oder so. Nein. Der 38, 1930. Nein. Es war 1960 oder so. 16. Jahrhundert oder so, ich weiß nicht mehr. Was ist denn nach dem Zweiten Weltkrieg dann passiert? Also, was ist denn mit Hitler passiert und was ist dann mit den Juden passiert danach? Ja, die Juden wurden von den Russen gerettet. Ja, die waren dann, so gesagt, in dieser KZ oder so, wie sich das nennt. Und ja, haben jeden Tag gehofft, dass die Russen halt kommen, haben die irgendwie heimlich über das Radio oder so, also irgendwie mitgehört, sodass die Russen irgendwann mal bald kommen würden und so. Ja, und eines Tages hatten die so
haben sie irgendwie die Deutschen ausgemacht und haben die Juden in einen Zug gesetzt oder so und wollten die irgendwo hinfahren. Ich glaube, zum Töten, ich weiß nicht. Und ja, auf zwischen den Weg, also auf dem Weg, wurden sind ja unten gekommen, haben fing das Krieg gegeben, hat gesagt. Und dann mit Hitler, was ist da passiert? Der hat sich einen Kopfschuss gegeben oder so. Oder ich weiß nicht, oder hat irgendeine Tablette genommen, so eine Gifttablette. Irgendwie hat sich vergiftet, selbst vergiftet, habe ich gehört, so ungefähr. Was denkst du denn darüber? Ist dir das egal jetzt im Endeffekt oder was? War es ja schon lange her. Keine Meinung. Deine Eltern schon mal erwähnt? Haben die das schon mal erzählt? Oder deine Opa, Oma? Nein. Nein. Interessiert ihr nicht mehr sozusagen. Was habt ihr denn, als ihr das gesehen habt oder als sie euch erzählt haben, da wurden die Leute vergast, die Leute. Was habt ihr denn? Ist es euch das egal oder findet ihr das schlimm? Oder? Nein, das ist schlimm. Das ist schlimm, was mit den Menschen macht. Ich habe mich erschrocken. Der Mann war so krank. Kennt ihr welche, die im Zweiten Weltkrieg schon gelebt haben? Also Opas oder so, oder die da schon, die da noch involviert waren? Ja, meine Oma halt, aber die erzählt nicht darüber gerne. Wie viele sind?
mehr. Na komm. Alles komm. Raus hier. Schnell. Seine Kleider her. Jetzt flott, flott, flott. Komm, schneller. Raus, raus alle. Und schneller, schneller, schneller. Aber wir schneller aufnehmen. Ihr habt das gehört. In die Ecke legen. Ich bin müde, Papa. Die ausziehen jetzt, die Hose aus. Schnell ausziehen, da rein, gehen. Na komm, alter Mann. Hopp, 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 hopp. Nicht so langsam. Sofort. Du auch, beeil dich. Merkt euch, wo eure Sachen sind. Eine bitte, eine. Ruhe, kein Reden. Wieder, komm. Weitergehen, vier Reihen, in vier Reihen aufstellen, vier Reihen, geradeaus durch. Geradeaus durch, weitergehen. Vier Reihen, habt ihr gehört? Vier Reihen. Darüber, los. Anne Singer. Die Ausweise bereithalten, Dokumente. Das ist ein Papier. Ich kann das nicht lesen. Weiter. Da haben wir wieder einen Haufen, was? Den Namen nochmal wiederholen. Was ist dein Name? Zimmerman. Los, du. Baustein. Name gewohnt. Ja. Name? Wassermann. Alter. Los, einzeln anstellen. Los. Los. Vier rein, dahin. Kohl. Werner. Hacker. Ausweise bereithalten! Amen. 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 Amen.
Gepäck abstellen hier vorne. Rüber rücken. Was machen die Kinder hier und die Frauen? Die müssen darüber. Los darüber, die Kinder und die Frauen darüber. Los. Rüber, rüber. So, das Gepäck darüber. Gepäck abstellen. Handtasche abstellen. Eine Reihe. Frauen hier rüber. Männer auch darüber. Kinder eine Reihe. Hier rüber. Hier rüber. Komm, und du? Ich hab gesagt, die Männer rüber. Ich werde arbeiten, du Arbeiter. Hier, rüber. 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 Die Kinder sind getrennt. Gut. So, Abmarsch. Gucken wir uns daher mal an. Sachen aufladen. Da hinten, ne? Ab. Aufladen. Ja, das sieht jetzt fertig. Kannst du das Sache hier lassen? Und warum schieben die uns hier so? Fertig? Komm mit mir. Marschiert doch endlich. Abmarsch! Zügig! Sag mal, hört ihr schlecht? Links um, umdrehen, komm. Umdrehen, alle umdrehen. So, schön. Da, ab da. Du nicht, du gehst arbeiten. Rüber, da hin. Was denn die Idee ist, jetzt haben wir. Da. Abmarsch, komm. Schön, ja, in aller Ruhe. Und Abmarsch, komm. Abmarsch. Ja, wir kennen ihn. Ja, jeden Tag. Ja, so, jetzt mal die Arbeit gehen. Ja, wenn er jetzt getan fertig ist.
Schnell, beeilt euch. Eine Reihe. Weiter, weiter. Schon mal weiter. Zu klein. Zu klein. Nein. Nein. Deutsch. Gösser, übernehmen Sie das hier. Übernehmen Sie das. Anschließen. Antreten. So. Einzeln eintreten! Nacheinander! Auf! Stella! Weiter! Stella! Und schneller. Weiter. Einzeln, nacheinander. Weiter. Aufstehen, Jacken aus. Es geht erstmal in die Dusche. Ja? Wir müssen sicherstellen, dass sie keine Flöhe sind und so weiter. Anziehen. Mitkommen. Barke 18. Was ist los? Fertig, komm, jetzt geht's in die warme Dusche. Hopp, in die warme Dusche. Hopp. Weiter.
rein hier, alle Sachen aufheben, alles rausholen, alles aussortieren. Komm, komm, beeilt euch, schnell! Na du auch, komm, alles, ihr wisst, alles schön aussortieren. Schnell, beeilt euch! Und Görsner, alles erledigt? Jawohl. Nimm dir Kaffee, Görsner. Na, lass uns mal rüber hier gucken, was die uns alles gebracht haben. Ja. Wie ist denn eigentlich deiner Frau? Wann kommt das Kind? 3 Monate. Also manches Zeug ist ziemlich... 3 Monate. Manches ist billig. Hm. Ja, schreib es hier. Und alles gesund zu Hause? Ja. Ja. Sie wird nervös. Oh, das ist nicht gut. Ah, so. Das ist für meine Alte. Komm, lass uns mal die Dienstbilder durchgehen. Und vorher einen trinken. Wir haben viel her. Du wirst also in 3 Monaten Urlaub haben. Jawohl. Also mal gucken. Ja. Jetzt. Ja, das ist Frankenstein. Klausel, naja, könnten wir vielleicht einrichten. Noch rein? Ja. Lass uns aber hier Frau trinken. Sehr gerne. Prost. Also raus zu mir. Da müssen wir gucken mit dem Urlaub. Versunke, Zeiser. Wedel kann die Babyfrage nicht mehr. Nehmen Sie sich Köhler. Köhler, da kann man es vertragen. Sag mal, morgen kommt ein neuer Transport? Ja. Wie viel? Circa 400, 500. Ofen 3 und 2 funktionieren nicht vollkommen. Brenner sind kaputt. Brenner sind kaputt. Aber keine mehr. Noch Holder? Ja. Neue Brenner sind bestellt. Aber noch nie gekommen. Ach, schon kommt nicht. Fleisch fehlt uns auch noch. Prost. Ja, du? Soll man auf dem Hof verbrennen oder was? Ja, dann erschießen und verscharren. Solche Monster ist was.
müssen wir weiter rausgehen. Wir können unsere Kameraden die nicht erschießen lassen. Warum nicht? Wie doch früher auch. Was sie die so haben. Das war alles schon voll. Schießen noch 2000 Leute, Mensch. Was kann ich denn damit? Ganz zu schweigen von den Essensrationen. Weiß aber auch geht's mehr, wa? Oder? Nein. Was soll ich? Also Kohlsuppe fressen. Da haben wir noch genug davon. Alter. Obergefreiter Schmidt. 3 Tage krank. Zum Lazarett oder was? Und ihr habt genug Leute? Wenn die neue Fuhre kommt, wird's eng. Gut. Zu guter Letzt, meine Wenigkeit. Naja, Kind ist ja unterwegs. Irrt. Drauf trinken wir noch einen. Hm? Weißt du, was mein Sohn mir heute Morgen zum Frühstück gebracht hat? Pony-Scheiße. Ja, da hat er wieder eine Erdbeere für den Garten. Oh, hau da mal rein, so, sag ich dir noch. Pony-Scheiße, da stand er mit einem riesen Karton da. Ja, Papa, hier, für deine Erdbeeren. Am Frühstückstisch. Schön da Marmelade und da Butter und Brot. Ja, ja. Ist schon süßer. Na, nächste Woche wird er 11. Hier. Für meine Alte. Echte Steine. Echte Brillis. Super, ne? Wir haben es auch in allen Taschen versteckt. Es ist unglaublich. Ja? Aber bisher haben wir noch alles gefunden. Naja, aber was machen wir, wenn die Russen kommen? Wenn der Ivan kommt, packe ich mir die Taschen voll. Bin weg. Das rate ich dir auch. Was meinst du, was die mit uns machen? Nach unserem glorreichen Russlandfeldzug.
Komm, weiter, 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 weiter! Wie viele Leute sind da umgebracht worden? Über 1000. Ungefähr Millionen, über ein paar Millionen waren das schon. 6 Millionen oder mehr? Mein Auschwitz 1,1 Millionen, ne? Insgesamt 6 Millionen wurden umgebracht. Vergast, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall umgebracht. Und warum? Ja, weil Hitler was gegen die hatte. Ja, weil die Deutschen meinten, dass die Juden denen die Arbeit wegnehmen und dass sie nur schlecht für Deutschland sind. Und die Juden waren keine Deutschen? Weiß ich nicht, nee. Also nein, sie waren schon so gesehen Deutsche, aber sie wurden halt nicht als Deutsche gesehen von dem typischen Deutschen, also von dem Idealbild des Deutschen. Bestimmte Klischees und Vorurteile gegen Juden. Es gab ja einmal das Vorurteil des sogenannten Geldjuden, also dem, der das Kapital hat. Die Juden waren meistens sehr intelligente Leute, die hatten alle sehr gute Jobs. Man hatte halt Angst, dass die halt das ganze Geld nehmen und so. Also finanzielle Gründe sozusagen. Ja.
warum waren denn die Juden im Geldgewerbe? Weil im Mittelalter es so gehandhabt wurde, dass Christen, so war es in der christlichen Lehre, zumindest im Mittelalter so, dass Christen sich nicht mit Geldgeschäften beschäftigen dürfen, weil das nicht in der Pflicht eines Christen ist. Das widerspricht den Werten eines Christen. Also hat man die Juden genommen, weil die eine andere Religion haben. Hat gesagt, die müssen, werden dann zu Geldverleihern und so weiter gemacht. Also sind sie quasi gar nicht freiwillig in das Gewerbe eingestiegen? Nein. Es ging einfach eigentlich um die Rassenlehre. Aber wo kommt denn her die Rassenlehre? Werden damit angefangen? Ich glaube, das war Guido List. Irgendwann um 1880 rum. Ich weiß es nicht genau. Und der hat, glaube ich, die sogenannte Ariosophie geprägt. Ja. Und verschiedene Typen? Genau, verschiedene Typen mit verschiedenen Werten. Also höherwertige und minderwertige Rassen. Es gab aber auch sowas schon im Kaiserreich. Ich glaube sogar der Begriff Rasse entstand zur Zeit der spanischen Inquisition, nein, der Vertreibung der Araber aus Spanien. Dort haben die Christen den Begriff Rasse, der ja eigentlich geprägt ist bei Pferderassen, haben sie verwendet, um Araber als minderwertig darzustellen. Der hat einfach Menschen umgebracht, die nichts gemacht haben. Der hat auch behinderte Leute umgebracht. Obwohl der war einfach nur gegen Ausländer. Aber der war selber ein Ausländer, der war selber ein Tscheche oder so. Am Anfang wurden die Juden dann auch erstmal erschossen, aber das war dann alles zu teuer. Genau, und das war auch eine psychische Belastung für die meisten deutschen Soldaten oder SS-Soldaten, die das machen mussten. Und dann hat man sich die Idee mit dem Gas ausgedacht, weil dort muss man ja nur einen Schlauch oben in so eine Kammer halten und das ist noch wesentlich anonymer, als wenn ich jetzt mit einem Gewehr direkt auf jemanden schieße. Und der hat Juden umgebracht, weil die keine Hand hatten. Warum fanden den denn viele so gut dann? Warum ihn viele gut fanden? Er hat den damaligen Zeitgeist schon, glaube ich, getroffen. Er hat das verkörpert, was die meisten gedacht haben, also was sich die meisten gewünscht haben. Wohlstand, ein kleines bisschen Eigentum vielleicht noch. Gerade aus dem kriegsgebeutelten Land rauszukommen. Aus welcher Krise kam denn Deutschland? Kurz davor war noch die Inflation in Deutschland. Hitler war einfach, der hat gut gesprochen zu den Leuten. Und manche Leute haben gesagt, ah, der spricht gut, also gehen wir bei dem, bei seinen Partei und so, dann gehen wir NSD oder wie die heißt. Alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen. Wird sie eine ewige und unzerstörbare Säule des deutschen Volkes und Reiches sein. Wann wir neben die herrliche, ruhmreiche Armee, dem alten, stolzen Wappenträger unseres Volkes, die nicht minder traditionsgefestigte politische Führung der Partei treten, und dann werden diese beiden Einrichtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen, den deutschen Staat, das deutsche Reich. Was passierte dann? Wie sind die befreit worden? Was passierte dann mit den Juden? Befreit wurden sie durch die Alliierten. 1945 irgendwann dann. Wobei ich auch mal gehört habe, dass man schon vorher wusste, dass es diese KZs gab und man hätte die auch früher befreien können, die Juden. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich... Die Russen haben ja auch nichts gegen gemacht. Es wurde einfach auch von den Mächten dann nicht verhindert. Und später wurden dann die Deutschen aus der Umgebung um Auschwitz herum gezwungen, sich das anzugucken.
Ja, dann wurde der Staat Israel irgendwann gegründet, weil laut den Nationalsozialisten hatten die Juden ja keine Existenzberechtigung, weil jedes Volk hat seinen eigenen Staat. Und da die Juden ja keinen eigenen Staat oder kein eigenes Land haben, hat man sie sozusagen ja, als Parasiten dargestellt. Ich denke, es war, glaube ich, wirklich so, dass viele die Juden nicht haben wollten. Dass sie einfach in jedem Land sich eingesiedelt haben, weil sie nur immer ein Wandervolk waren. Was man auch erwähnen sollte, Deutschland trägt daran Schuld, aber in anderen Ländern war das auch, also in Frankreich, da gab es auch einen Film, ich weiß nicht, wie er hieß, den hatten wir mal im Französischunterricht geguckt. Da ging es auch darum, dass es Franzosen gab, die auch mit einer Miliz auch Juden abgeschleppt haben, also es waren nicht nur die Deutschen. Also ich denke, dass man ein Problem hatte, wenn man Juden mochte. Dass man dann selber irgendwie festgenommen wurde oder irgendwie gegen Hitler gestellt wurde. Also Mitläufer? Ja. Dass man lieber der Gemeinschaft angehört hat, anstatt dass man irgendwie sich gegen manche stellt. Was meint ihr denn? Wie würdet ihr denn reagieren in so einer Situation? Genau so. Kennt ihr irgendwelche Leute, die im Zweiten Weltkrieg schon gelebt haben? Der Vater von meinem Opa, der war auch aus der Zeit und der fand das gut. Mein Opa ist halt auch so ein bisschen... Der Nazi, Mini-Nazi. Ja, genau, so Mini-Nazi. Also meine eine Oma hat mir immer viel von Marschieren erzählt. Die fand, glaube ich, Marschieren ganz gut. Und auch so, dass man irgendwie ja, mehr so Gruppen war. Und so, wie so Pfadfinder sowas gemacht hat, das fand sie, glaube ich, ganz gut, aber sonst glaube ich eher so nicht. Also ich weiß, dass meine Großeltern den Krieg ziemlich schlimm fanden, weil die Familie meiner Mutter, die wurde auch verfolgt. Sie hat in Oberschlesien gewohnt und meine Oma sieht auch nicht sehr deutsch aus, sie hat dunkle Haut und dunkle Haare. Und früher war das so, dass sie sich sehr viel verstecken musste. Und dass sie auch, wenn sie von der Zeit erzählt, sehr geschockt ist und auch gar nicht wirklich darüber reden möchte. Weil ich habe in der Schule davon so gehört, aber mir wurde nichts erzählt, sondern ich habe nur so Sachen davon mitbekommen. Und dann habe ich meine Oma und meinen Opa gefragt, wie das war. Und dann haben die mir auch so, dann war auch so ein Film im Fernsehen und das war auch über Nationalsozialisten. Und dann hat meine Oma mir so ein paar Sachen darüber erklärt. Also meine Oma hat mir davon erzählt, indem sie von ihrem Vater erzählt hat, der als Arbeiter mal gearbeitet hat und dann aus ungeklärter Weise im Konzentrationslager gelandet ist und da auch nicht wieder rausgekommen ist. So, also hat sie selber mitgekriegt sozusagen? Ja. Meine Großeltern haben mir nicht so wirklich darüber erzählt, wie der damals war mit den Juden, sondern eher, was sie zum Ende erlebt haben, dass zum Beispiel Dresden mit Brandbomben beworfen wurde und dass das richtig schrecklich war. Ja, sie sagen, dass sie mitbekommen haben, dass ein Nachbarn von denen auf einem anderen Tag einmal weg waren und keiner wusste, wohin. Das war ein offenes Geheimnis, dass die Leute verfrachtet wurden, aber keiner sich wirklich getraut hat, darüber zu sprechen. Kennt ihr denn jetzt noch irgendwie Rechtsradikale oder so? Oder kennt ihr Leute, die sagen, ach, war doch gar nicht so schlecht unter Hitler? Ja, Bekannte eher. Also Freunde sind es nicht. Und was fanden die gut? Ja, die haben nie wirklich so wirklich darüber geredet. Die haben nur gesagt, ja, war doch richtig, was Hitler gemacht hat. Und dasselbe sollte er mit den Türken machen. Gibt so Leute, die sowas sagen. Ja, was denkst du darüber? Ja, ich finde das total falsch, wenn die sowas sagen, weil ich finde nicht, dass zwischen Türken, Deutschen oder anderen Ausländern unterschieden werden sollte. Die Nazis, die finden Hitler gut, die sagen Ausländer raus. Und das finde ich nicht gut. Gibt's die hier auch? Ja, gibt's die überall. Also die Nazis, also andere Länder auch, die wollen auch so ganz viel sein, ganz viele. Aber schafft keiner heutzutage, schaffen nicht viele. Warum geht das heute nicht mehr?
So wie früher jetzt, wo Hitler quasi durchgedreht ist. Wieso passiert sowas heute nicht mehr? Weil heute Gesetze gibt. Was sind denn Juden eigentlich? Also, Juden ist eine Religion, aber Hitler dachte, es wäre eine Nationalität. Ja, eine Religion, ich glaube, war das. Die glauben ganz anders als die Christen. Woran glauben die Juden und woran glauben die Christen? Die Juden glauben nicht an einen bestimmten Gott. Also zumindest nicht an die Gottesvorstellung, die die Christen haben. Die jüdische Religion, wo unterscheidet sie sich jetzt von den Christen? Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Juden eine Tora haben als Bibel. Dass sie nicht mehr an den Messias, glaube ich, glauben. Und zwar, sie glauben, dass Jesus der Messias war und die warten, glaube ich, nicht mehr. Ich bin anders, glaube ich, weiß es nicht mehr. Aber sie haben dieselbe Bibel im Endeffekt. Ja, die haben im Prinzip das Fundament gleich. Aber dennoch in der Geschichte werden sie als Sündenbock verzeichnet. Weil sie Jesus gekreuzigt haben. Was gibt's denn da für Parallelen in der Geschichte? Wo sind denn so ähnliche Sachen mal passiert? So wie es in Deutschland war, würde ich eigentlich nichts gleichstellen. Aber es gibt schon Verfolgungen, zum Beispiel die Türken mit den Armeen. Aber ich würde das auf keinen Fall gleichsetzen, weil das systematisch wurden die rausgesucht und deportiert. Und eben unter vorgehaltener Hand wurden die da getötet. Aber was haben denn die Amerikaner mit den Indianern gemacht zum Beispiel? Ja. Die haben die auch gejagt. Die haben halt gesagt, das sind Wilde und so. Die sind wie Tiere. Der. Also gab es sowas öfter? Ja. Gab es nicht nur bei den Nazis sozusagen? Halt, weil die Nazis ziemlich groß waren. Ja, klar. Ja. Habt ihr denn mal zum Beispiel mitgekriegt in Russland, Stalin, der hat auch 5 Millionen Leute erschossen. War ja gegen Hitler, war ja so der Gegenpart, war ja aus Russland der Stalin, der hat auch alle, die eine andere Meinung hatten, wurden erschossen. Stalin hat mal gesagt, der Tod ist die beste Lösung. Was sagst du zu so einem Satz? Kommt doch mal, wie er es meint. Der Stalin hat das schon stark auf den Krieg bezogen und wenn man das auf den Krieg bezieht, könnte man sagen, dass ein toter Gegner ein guter Gegner ist, aber ob die Juden wirklich Gegner der Deutschen waren, kann man nicht sagen. Ich selbst sehe jeden Menschen als gleich an, aber ich finde auch, was jetzt gerade in Israel läuft, ist ja eigentlich genau das Gleiche, was wir mit den... Nein, nicht das Gleiche, das kann man nicht sagen. Es waren deutlich mehr Leute, die wir umgebracht haben oder unsere Großeltern. Viel systematischer. Aber was jetzt gerade im Palästina-Konflikt läuft, kann ich auch nicht gutheißen. Die unterdrücken die Palästinenser sehr und die führen auch, glaube ich, Krieg gegen die. Ich finde, das kann man zwar nicht vergleichen mit der Vergasung und dem Auschwitz, aber was ich auch nicht verstehe, dass sie das machen. Also es tendiert schon in die Richtung, aber es ist zwar nicht so schlimm, also nicht so schlimm wie damals, aber auch schon eine große Sache. Man hört ja halt immer nur aus den Nachrichten, dass die Israelis und die Palästinenser sich so bekriegen. Und ich sehe eigentlich gar keinen richtigen Sinn dahinter. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Wieso? Ich glaube, das ist auch eigentlich nur wegen ihren verschiedenen Einstellungen zu der Religion. Also es war ja vorher so, dass die PLO, die palästinensische Landoffensive, mit Jassir Arafat, der ja auch den Friedensnobelpreis 94 erhalten hat, die wollte einen Staat hat Israel anerkannt, wollte gewisse Gebiete von Israel auch haben. Aber man hat das immer noch natürlich nicht friedlich geregelt, es gab auch Kriege. Nur jetzt hat die PLO kaum Zuwachs mehr, weil die Israelis immer radikaler vorgehen. Und jetzt kriegt eben die Hamas mehr Zuwachs und die hat ein Denken wie früher die Nationalsozialisten. Also es ist sozusagen jetzt hier so eine Gegenreaktion. Die sagen, man soll alle Juden vernichten. Was natürlich auch nicht gut zu heißen ist, aber es gibt eben so Punkte, deswegen vielleicht so ein bisschen Hass auf den bestehenden.
We are not born good. There is nobody like God who comes and helps people. It's all about us. We have to make sure that crimes doesn't happen. We have to make sure that something like this is not getting forgotten or that somebody can repeat it. So this was the reason to make that movie. Es ist wichtig, dass wir niemals vergessen, was passiert ist. Nur so können wir sicherstellen, dass wir dieselben Fehler nicht nochmal machen. Danke.